Wie gesagt, Tommy auf der Guzzi, irgendwie Willi aus einer Triumph. Beide gut gewesen. Tommys letzter Start war allerdings nicht so geschickt. Ja, der Willi ist heiß, genau, der gehört da gar nicht hin. Der will gleich wieder fahren. Drängelt sich vor, wurde da gar nicht hingehört. Stimmt. Die Ducati ist es nämlich. Ja, Platz 3. Lass mal was hören. Wie gesagt, hat eigentlich nur ein Motorrad ersetzt, kam eine Stunde vor Ende im Race Office an. Wusste heute Morgen, als er aufgewacht ist, noch gar nicht, dass er heute rennen fährt. Und Tommy, Platz 3. Endlich wieder Podest. Ich sehe gerade, die Strecke ist frei und die beiden Jungs stehen schon da. Wie gesagt, Egli Willi an dem Tag, den er sonst noch nie so hatte. Richtig scharf, mit guten Starts gegen die Yamaha TR1. Die auch wahnsinnig stark ist, wahnsinnig gut ist. Platz 1 oder Platz 2, das entscheidet sich jetzt. Kaffeeritzer Sprint 2014, macht mal ein bisschen Lärm für die letzte Runde. Applaus! Und unser Erstplatzierter, Thomas Töhring, dieses Jahr am Kaffee-Racer-Sprint, zum allerersten Mal dabei, gleich Platz 1. Herzlichen Glückwunsch! Zuschauer sehen. So, großartig. Vielen, vielen Dank.